Kuckuck, Leute, ich bin Andi Hauk, Parkour- und Freerunning-Profi aus dem Schwarzwald und mein Anliegen ist es hier in den nächsten Episoden euch Sportler vorzustellen, die aus dem Schwarzwald kommen und uns Schwarzwälder praktisch international auf den ganzen Wettbewerben vertreten. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Eindrücken. Yes. In meinem Freundeskreis kennt dich jeder hier auf jeden Fall. Hast schon, ja, natürlich sehr viel Ruhm und Ehre schon. Jetzt sind wir hier in deinem Gym, wie man unschwer sehen kann. Jetzt interessiert mich natürlich, wie kamst du auf diese Sportart erstmal? Wie hat es dich gepackt? Och, an alle da draußen. Ich habe auch sehr klein angefangen. Habe ich mich dann auf YouTube dafür interessiert, ne? So Powerlifting, Kraftsport. Und dann kommst du ja sehr schnell über den Algorithmus dann in andere Sportarten rein. Oder halt früher waren noch viele Powerlifter gleichzeitig Strongman. Und dann hieß es dann, ja, hier der und der und der. Dann habe ich mir die Jungs angeguckt. Habe ich mir gedacht, Mensch, es geht ja nicht um die Optik, es geht um die Performance. Und das hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich ein, zwei Jahre drauf trainiert und dann habe ich gestartet. Es ist meistens einfacher, wie man denkt. Ne? Okay, krass. Nach dem LKW-Ziehen, ne, Strongman, sagen ja alle LKW-Ziehen, kennt jeder, kommt diese Steinkugel, die was aus Beton gegossen werden. Und da haben wir jetzt 75 Kilo. Und okay. Was wir jetzt versuchen ist, dass du dir die auf die Schulter setzt. So, und bitte aufpassen mit dem Mikro. Hast du den kurzen Moment gesehen, wo sie gerollt ist? Ja. Den brauchen wir jetzt auch bei dir. Hoch um die Arme. Ja. Und Abfahrt. Schnell. Steh mit ihm und arbeiten. Arbeiten. Gut. Gegen den Kopf. Ab. Jawohl. Hammer. Schau mal seine strahlenden Augen. Wie schaffst du nochmal die letzten Körner aus dir rauszuholen? Wie trickst du dich da nochmal aus? Wie machst du das? Hast du da so eine Härte zu sich selbst? Okay. Und ein gewisses Nicht-Wollen, sondern Müssen. Okay, okay. Du kennst es doch selber als Sportler. Es gibt Momente, wo du einfach musst. Und da ist egal, was ist. Ja, muss einfach. Es muss. Und dann musst du es einfach machen. Es ist immer was übrig. Ja, wir sind ja hier im Schwarzwald. Und du hast ja auch über Instagram, wir hatten ja über Instagram Nachrichtenkontakt ein bisschen mal durchklingen lassen, dass die Region dir viel bedeutet. Ja. Hast du hier so einen Raum, wo du deine Kraft auftanken kannst? So ein richtiger... Ja gut, es ist halt die Heimat hier. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Zwar am Fuße des Schwarzwalds in Rastatt, ne, aber da fährst ja den Zubringer hoch und bist ja mittendrin. Es ist halt eine sehr schöne Gegend und sehr naturbelassen, was auch zu pflegen und zu erhalten gilt, ne? Finde ich sehr wichtig. Wo zieht es dich hier im Schwarzwald so hin? Hast du da eine coole Location? Ganz abseits vom Sport ist es nicht ganz, weil der Sport ist ja immer präsent. Ne? Das habe ich schon gedacht. Kennst du das, wenn du schon mal im Garten gearbeitet hast und hast einen Stein verrückt, wie dann die Erde so ein Loch bildet? Ne? Und da als kleiner Tipp, Geroldsauer Wasserfälle. Und da, wenn ihr solche Löcher seht und nebendran liegt ein Stein. Dann wissen wir, du warst da. Genau, genau. Also für alle Leute, die da mal ein bisschen unterwegs sind oder eine Schwarzwaldtour machen, geht an die Geroldsauer Wasserfälle. Und die Steine, was so bewegt aussehen, an die können die Leute mal ran. Weil da waren meine Jungs und ich waren da ein bisschen dran. Ne? Da liegen sehr viele Steine, ist auch ein sehr schöner Ort. Schöne Schlucht mit dem Restaurant oben. Und
das ist so auch mein Ausflugsziel mit den Hunden und so. Ne? Okay, cool. Das ist was ganz Schönes. Ich werde auf jeden Fall mal vorbeigehen. Kommst mal mit. Und es probieren. Auf jeden Fall. Sehr cool. Ich habe auch mitbekommen, dass du jetzt hier bald die deutsche Meisterschaft organisierst. Gar nicht so weit weg, ein Steinwurf entfernt ungefähr. Na, da hast du uns klappen. Da irgendwie ein paar Infos, falls es jemand, ich bin mir sicher, dass da viele dabei sind, die ja, da also gerne mal zuschauen würden. Am 21.09., 21. September, findet meine Titelverteidigung statt, drüben in der Murkhalle in Steinmauern. Und das ist mir eine Ehre. Also ich habe jetzt den Titel dreimal gewonnen. Aber ich möchte es hier in die Region bringen und ich möchte in Zukunft, dass hier eine Art Kraftsport-Mekka entsteht und ein kleines Zentrum, dass wenn die Leute in Deutschland über Kraftsport sprechen, dass halt unser Name fällt. Ne? Ja. Und das ist mir sehr wichtig und dafür stehe ich ein.